Mein Name ist Martina Kunert. Ich bin 55 Jahre, habe 4 Söhne und habe seit 2 Jahren die Deutschlandreise eröffnet. Das Konzept spiegelt sich im Namen wider. Wir möchten durch das kulinarische Deutschland reisen und wir möchten unseren Gästen hier im Rheinland die Küche von möglichst vielen deutschen Regionen vermitteln. Beim Kochen kommt es darauf an, dass man die Zutaten verwendet, die das Gericht auch verdient. Wir benutzen keinerlei Halbfertigprodukte oder Fertigprodukte. Und ich möchte, dass die Gäste sehen, wie wir die Dinge frisch zubereiten. Und deswegen ist die offene Küche eine wirkliche Herzensangelegenheit für mich. Wenn ich eine neue Region erkunde, dann habe ich normalerweise gute Anregungen von einem unserer Gäste, der dann nämlich aus der Region kommt, oder einer meiner privaten Kontakte. In der Lüneburger Heide zum Beispiel die Kartoffelvielfalt aus Barum, ein Hof, der sich auf alte Kartoffelsorten und vielfältige Kartoffelsorten spezialisiert hat. Die sind aus der Lüneburger Heide. Die Kartoffelvielfalt hat mich dann an die Touristinfo in Niederrohe empfohlen und von da aus konnte ich mich ganz gut weiterarbeiten. Die Bettina von der Touristinfo war sofort Feuer und Flamme für das Projekt, die fand das eine ganz tolle Idee. Die Bettina hat uns dann an den Heidschnuckenschäfer Karl Kuhlmann empfohlen, der hat uns netterweise mitgenommen raus zur Herde. Er hat ganz viel Informationen rübergebracht. Ich habe mir Heidschnuckenfleisch mitgenommen, habe das hier ausprobiert, habe verschiedene Zubereitungsmöglichkeiten ausprobiert. Und dann gibt es einen Imker, der auch in der Lüneburger Heide, der den richtigen, echten Heidehonig herstellt. Also der Imker erntet den Heidehonig, indem er die Stöcke in die Heide fährt und da über Wochen ernten lässt. Mein größtes Anliegen ist, dass die Gäste von hier weggehen mit dem Gefühl, das war wie früher zu Hause.